Gut. Wir haben jetzt an unserer Seite Katrin Lehmann, ehemalige, muss ich glaube ich sagen, Kapitänin der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Es stimmt, dass du deinen Rücktritt in der Nationalmannschaft erklärt hast. Ja, ich habe den ja unmittelbar nach der WM gemacht, nachdem wir die Bronzemedaille geholt haben. Ich muss aber ehrlich sagen, es war schon vorher klar, dass ich nach der WM aufhören werde und dass wir natürlich mit Bronze abtreten. Das macht das Ganze natürlich umso schöner. Wir haben aber jetzt natürlich gesehen, bei Planegg spielst du noch Vollzeit, sag ich jetzt mal, also mit vollem Engagement, oder spielst du nur, wenn es irgendwie andere Sachen es zulassen? Und was wären die anderen Sachen, Beruf oder? Ja, also ich bin beruflich schon viel mehr eingespannt, habe ja auch eine tolle Vertretung von Eishockeyschlägern. Nein, also ich spiele Vollzeit das, was ich kann. Es gibt sicherlich einzelne Wochenende, wo ich eventuell verhindert sein werde, aber das ist eigentlich wie normal, wie bisher. Und wenn man Eishockey liebt, dann gibt man alles dafür, dass man immer spielen kann. Du hast dich ja vorbildlicherweise als Frauenspielerin auch dem Frauenprojekt von uns positiv offen gezeigt und gesagt, okay, wir unterstützen mit Busch, das ist die Firma, die du vertrittst. Das ist, glaube ich, die einzigste Firma, die ein bisschen spezielle Frauenschläger auch. Ja, natürlich. Also, ich habe da natürlich mitgewirkt, weil ich ja das Phänomen Frauen-Eishockey, Kraft übertragen, Physiognomie sehr gut kenne. Wir haben nun mal einfach nicht so große Hände wie ein Mann. Und wir sind aber trotzdem körperlich fast kräftiger als jetzt ein Intermediate-Spieler. Und deswegen haben wir einen Schläger konzipiert, der von der Handfläche her wie ein Intermediate ist, aber die Schaufel ist extra hart. Also genau den physiognomischen Fähigkeiten der Frau angepasst. Und wenn ich schon die Vertretung hier in Deutschland übernommen habe, habe ich natürlich mitgewirkt, dass wir so einen Schläger herstellen. Und er kommt sehr gut an und ich bin auch sehr stolz darauf. Ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn sich unsere Webseite dann hoffentlich inhaltlich etwas mehr füllt, das ist unser Problem, um dann noch wir auch durchaus weiter mit euch oder mit der Firma Busch, weil das ist was Spezielles fürs Frauen-Eishockey und das wollen wir natürlich auch honorieren, weil wir ja fürs Frauen-Eishockey alles, was existiert und so unterstützen wollen oder pushen wollen, dass wir da auch im Kontakt wohl, denke ich mal, bleiben. Ja, und auf jeden Fall. Also ich meine, man muss ja alle am selben Seil ziehen und vor allen Dingen in dieselbe Richtung. Das ist ja leider im Frauen-Eishockey nicht immer der Fall und ich glaube, wir können da mit gutem Beispiel vorangehen und also ich freue mich sehr darauf, ein tolles Projekt und das sind wir natürlich gerne dabei. Also wir werden auch versuchen, dass wir eine Kontaktmöglichkeit natürlich bei uns auf der Seite auch aufbauen, weil wir gehen davon aus, dass wir in kürzester Zeit Millionen von Zugriffen haben, dann jeder vor allem uns kennt und dann kommt auch direkt zu euch und dann ist ja beiden gedient. Richtig, da freue ich mich drauf. Okay, vielen Dank. Danke auch. Dankeschön.